Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Obam und Gabriel am Start. Und zwar mit dem ersten Battle. Ja, zu dem OU-Turnier. Shoutouts an der Stelle an den guten Bonago, ne? An den guten Bonago, an den guten Mindtube und so weiter. Und an den guten Maxi. Vor allem an den guten Maxi. Ganz vor allem an den guten Maxi, der das gemacht hat. Genau. Wir haben ein paar Teams. Wir haben uns ein paar Teams erschnort hier. Und zwar haben wir hier einmal so ein cooles Double Specs Team. Wo haben wir das? Ich glaube, ich habe das Double Text Specs Team habe ich gar nicht importiert. Shit. Ich finde das Team hier eigentlich cool. Das Team finde ich besonders cool. Wir nehmen das Team 115. Und ja, wir legen los, würde ich sagen. Bin gespannt, was Belex bringen wird. Belex bringt Urshifu Dark. Wait. Mal kurz gucken. Ja, ich wollte schon sagen. Also, ich dachte mir gerade so, was, wurde das entbannt oder what? YouTube. Der Boy ist ein kleines, klitzekleines Problemchen. Genau wie Slow King Galar. Aber ich denke, Fini sollte den relativ okay handeln können. Fini ist ein sehr, sehr guter Lead. Ich denke deswegen. Er könnte natürlich auch mit Blacephalon leaden, ne? Ich überlege nur gerade, Weavile wäre ziemlich fresh. Weavile wäre schon wirklich ziemlich fresh. Lando wäre ebenfalls ziemlich fresh. Aber irgendwie fühle ich den Weavile. Ich fühle den einfach. Wisst ihr? Kennt ihr das, wenn ihr einfach was fühlt? Ich fühle den Weaviler einfach. Ich fühle den jetzt. Ich glaube halt nicht. So, okay. Es ist schon so crazy lange her, dass ich irgendwas recorded habe hier. Und wisst ihr was? Ich pack jetzt meine Balls aus. Der Boy wird hier Body pressen. Der Boy wird hier sowas von Body pressen. Ja, Mann. Den Boy. Okay. Do it. Kannst du noch ein paar öfter machen? Ich nehme das. Ich nehme die Leftovers Recovery. Okay, Urshifu Rapid Strike kommt rein. Wir gehen in Tapu Fini. Wenn er hier U-Turn will, ist es in Ordnung. Wenn er hier Gangshotten will, ist es auch in Ordnung. Ich hätte hier gerade an der Stelle gerne ein bisschen. Okay. Ja. Also ich wollte gerade sagen, ich hätte an der Stelle gerne ein bisschen, weißt du Bescheid. Aber jetzt sind wir hier. Wir dürfen uns natürlich nicht Sludge-Bomben lassen. Wir sollten uns natürlich auch am besten Fall nicht Fireblasten lassen. Ich glaube nicht, dass hier eine Scald kommt. Tatsächlich glaube ich, dass Victini hier der beste Play ist. Yep. Und das Ding ist, ich will hier U-Turn. Ja, weil jetzt kommt hier ein Pex rein. Und wir kriegen jetzt hier eine U-Turn. Und wir können in Layla gehen. Und jetzt kommt der Laylayer. Oh mein Gott. Und jetzt kommt hier einfach. Oh mein Gott. Was drücke ich hier? Ich drücke einfach Choice Backs fucking Psychic Boys. Und jetzt double ich hier raus in Victini. Und jetzt drücke ich hier meine V-Create. Und wenn hier ein Lando kommt, dann soll hier ein Lando kommen! Boah. Okay, das war geil. Das war gut. Das war nice. Gefällt mir. Und jetzt können wir einfach in Pharaoh gehen. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, jetzt kann hier gern EQ kommen. Ich gehe auf meine Leech Seeds. Da kann er auch gern mit seinem Corby Knight ein bisschen was machen. Ich will hier den Knockoff erstmal drücken. Dann verliert das Corby Knight erstmal hier seinen Helmet. Wir gehen eh wieder full life hier raus und jetzt drücken wir den Spike. Der Spike ist nicht so viel schlechter als die Rocks. Von dem her habe ich da definitiv kein Problem mit. Jetzt können wir hier in unser Lando gehen. Ich habe da definitiv kein Problem mit, jetzt hier in Lando zu gehen und dann U-Turn zu drücken. Ich könnte mir auch hier vorstellen, tatsächlich
in Fini zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in Fini gehe, dann verlieren wir zu viel. Ich glaube, hier wird eine U-Turn kommen. Deswegen, ja, okay. Das war der richtige Play tatsächlich dann. War riskant, war sehr, sehr riskant. Aber er ist aufgegangen, tatsächlich. Und er kann jetzt hier natürlich wieder U-Turnen, ne? Ganz klar. Aber ich denke tatsächlich, wenn wir hier noch einen Knock machen, dann ist es in Ordnung. Jetzt können wir hier einfach wieder Leech seeden. Die 6% auf dem Corby Knight machen jetzt nicht so viel aus, aber wir kriegen wieder unsere Leech Seeds, wir kriegen wieder unseren Spike. Und sind eigentlich in einer ganz guten Position hier. Wir chippen Belex gerade ganz gut runter. Muss ich hier einfach mal so sagen. Das ist ein sehr, sehr, sehr nice Control-Team. Holy shit. Ja, ich bin gerade hier sehr, sehr froh. Wenn er hier einen Knockoff hat, dann nehme ich das. Ich nehme den Trade auf dem Packs. Definitiv. Weil wir hier Shed Shell sogar. Okay, ja, gut, dann nehme ich ihn doch nicht unbedingt. Aber jetzt will ich auf jeden Fall hier nochmal eine Leech Seed rausbekommen. Und nehme meinen Pharaoh auf jeden Fall von Max HP wieder mit. Und jetzt können wir hier einfach in unser Victini gehen. Auf seiner Roost. Und ich denke, ich werde definitiv U-Turn. Weil, ja, genau, exakt. Das Packs kommt hier. Und wir gehen hier in Lele. Und jetzt werde ich hier einfach Psychicen. Ich denke, wir Twit K. Wir Twit K und das Corby Knight doch nicht. Ja, doch, wir bleiben einfach drin. Wenn das Slow King Galar kommt, ist das von meiner Seite aus erstmal in Ordnung. Wir kriegen den Special Drop. Das ist gut, sehr, sehr gut für uns. Weil wir ihn jetzt töten. Jetzt sieht er auch so, holy shit, der Boy ist Specs! Und ich so, yeah. Ja, ich bin Specs. Ich bin geiler Typ. Ich bin geiles Lele. Natürlich, an der Stelle muss man jetzt ganz klar sagen, scheiße für Belex. Weil jetzt muss er was sacken. Also, er kann natürlich auch in Korf gehen. Aber ich glaube, Korf kriegt von einem Specs Lele trotzdem noch einen Arsch voll. Und ich bin ehrlich, wenn er jetzt hier in Corvi Knight geht, werde ich dann auch direkt den Double in unser Victini ziehen. Und dann geht's ihm schlecht. Dann geht's ihm richtig schlecht. Obwohl wir natürlich auch einfach drin bleiben könnten, ne, ganz klar. Aber ich denke, Victini ist an der Stelle einfach intelligenter. Er wirft sein Lando ab, das heißt keine Rocks für ihn. Sehr, 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 sehr nice für mich tatsächlich an der Stelle. Und ja, jetzt kommt natürlich das Blacephalon. Das ist natürlich eine sehr, sehr kritische Kiste, würde ich das nennen. Okay. Das ist ein Pokémon, vor dem habe ich Angst. Weil wir müssen im Endeffekt in Weavile rein und das ist kacke. Wir gehen in Fini. Wir müssen in Fini rein. Da kommt ein Shadow Ball. Da kommt kein Drop. Und wir müssen jetzt hier surfern. Leider an der Stelle. Und wenn das Slowking Galar reinkommt, meine Güte, dann kommt das halt rein. Dann kann ich da leider absolut nichts daran ändern. Ich will mein Momentum aber nicht aufgeben und ich sag, wie es ist, Leute. Die HP auf unserem Victini sind mir nicht allzu wichtig. Von dem her gehe ich da jetzt einfach rein. Und ich drücke die U-Turn. Ich drücke einfach hier einfach straight die U-Turn. Wenn er in seinen Packs geht, finde ich das in erster Linie erstmal eigentlich ganz in Ordnung. Weil wir können jetzt hier in Lele gehen. Und er wird jetzt hier bunkern. Und ich drücke hier einfach trotzdem einfach mal den hier. Und ich glaube, ich drücke einfach weiter Psychic. Ich muss halt aufpassen vor dem Blacephalon, dass es nicht Scarf ist und mich irgendwie sweepen kann. Von dem her werde ich ab jetzt auch ein bisschen konservativer mit meinem Fini spielen. Weil das jetzt ein bisschen angechippt ist. Ich habe das Gefühl, dass Landorus bringt schon einiges. Also ich muss irgendwie die Rocks wieder aufbekommen. Aber das Corby Knight ist da ein kleiner Strich.
Aber ich muss auf jeden Fall vor diesem verdammten Blacephalon aufpassen. Aber er muss jetzt, Belex muss jetzt hier erstmal wieder was sacken. Das Toxapex invitet halt jedes Mal das Lele rein. Und Lele ist halt absolut, absolut krank. Absolut krank. Ja, da ist wieder das Slowking Galar. Jetzt kommt wieder hier die Psychic. Das macht 40. Und wir drücken aber nochmal Psychic. Und das Slowking ist down. Sehr, sehr gut. Und das Blacephalon kommt rein. So, jetzt ist natürlich die Frage, ich will das Pharaoh eigentlich initial behalten. Weavile ist meine Revenge-Kill-Option für Blacephalon. Also wir werfen das Weavile auf jeden Fall nicht ab. Das Ding ist, okay. Ich glaube, der ist Specs. Deswegen gehen wir in Pharaoh. Wir gehen in Pharaoh. Wir tanken den jetzt einfach. Und jetzt knock ich hier. Ja, weil der geht nochmal für den Shadow Ball. Und das ist in Ordnung. Das Pharaoh nehme ich und das Pharaoh killt. Und jetzt ist das Blacephalon down. Und das ist unglaublich gut. Das ist so unglaublich gut. Hier haben wir jetzt das Urshifu. Und das Urshifu wird CC drücken. Deswegen gehen wir jetzt in Lando und intimidaten den jetzt. Wenn er hier für seine Surging Strikes geht, ist das ein sehr, sehr guter Play. Aber ich will meinen Pharaoh behalten, einfach für die Cases. Ja, er geht für den CC. Ich denke, er wird jetzt hier rausgehen. Immerhin sein Corvi Knight. Und jetzt wird er hier seinen Body Press drücken. Das heißt, wir gehen jetzt raus in Victini. Und jetzt drücken wir den U-Turn. Obwohl. Ja doch, wir drücken hier die U-Turn. Wir drücken hier die U-Turn, weil jetzt kommt wieder Pex. Und jetzt kriegen wir hier Lele. Und jetzt kriegen wir wieder eine Psychic. Und jetzt kommt das Corvi Knight rein. Das ist sehr, sehr gut. Das kriegt 42. Und wir kriegen halt jetzt Lele. Wir kriegen halt jetzt Victini. Und jetzt drücken wir Expanding Force. Und jetzt kriegt das Toxapex einen auf dem Rüssel. Ja, jetzt kriegt das Toxapex halt komplett eine auf dem Rüssel. Weil jetzt machen wir das und jetzt drücken wir V-Create. Und ja, jetzt kommt das Corvi Knight rein. Und jetzt kommt unsere V-Create. Und jetzt das Corvi Knight down. Und jetzt sieht das halt sehr, 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 sehr gut für uns aus. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir in Pharaoh. Weil jetzt kommen die Surging Strikes. Oh, jetzt kommt der Close Combat. Okay. Okay, ich kann das sehr, sehr gut akzeptieren. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut akzeptieren. Aber was machen wir jetzt gegen das Urshifu? Ich will eigentlich hier in Lando gehen und jetzt drücken wir EQ. Weil er ist choiced. Er ist choiced in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt ist das Toxapex down. Und jetzt muss er für seine Surging Strikes gehen. Und die kritten sowieso. Die kritten sowieso. Das heißt, wir gehen jetzt in unser Fini und jetzt drücken wir Moonblast und jetzt haben wir eigentlich gewonnen. Ja, haben wir sehr, sehr gut preserved. Das ist ein dickes GG. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich habe gesehen in den Streams, wie alle OU gezockt haben. Und ich, das ist jetzt einfach mein erstes OU-Game. Das ist jetzt einfach mein erstes OU-Game und ich lack mich hier ein bisschen durch. vielleicht war Ignorance ja Bliss, ne? Vielleicht war die Ignoranz von mir, die Sets nicht zu kennen, ja gut. Slash hide room. Sollte man vielleicht machen. Ah, the room is already hidden. Ja, okay, dann passt es. Dann passt es, ja. Aber wir müssen das Replay uploaden und sharen. Und wir copyen das mal. Ich copy das mal in meinen Privatchat mit mir selbst. Ich wurde von irgendjemandem angeschrieben. Ah, okay. Alles klar. Ich schicke das mal einfach in den Privatchat mit mir selbst. So, da habe ich das Replay schon mal. Und jetzt haben wir hier dann noch natürlich das nächste. Also deswegen übrigens auch das hier, ne? Also, okay. Die Frage ist halt jetzt. Die Frage ist halt jetzt, was spielen wir? Was spielen wir gegen Belex? Ich habe das Gefühl, dass Belex... Ich will nicht das gleiche Team zweimal hernehmen, okay? Das heißt, ich würde eigentlich... Also, Fini fühle ich ja mal hart. Ich würde gern das Team hier spielen. Bin ich ehrlich, ich würde sehr, sehr gerne das Team hier spielen. Weil mir... G2
gegen das Team, was Belex jetzt hier gerade gebracht hat, finde ich tatsächlich dieses Team absolut geil. Wir können es ja, ich mach's mir nochmal auf. Ah, ja, okay, warte, doch. Ja, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil gegen das Team, was Belex gebracht hat. Weil es keinen Infiltrator hat. Und, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen, was habe ich gesagt? Das Team hier. 114. Das heißt, wir nehmen das jetzt gegen Belex einfach. Nehmen die 114 und laden das einfach. Oh, you? 114. So. Auf jeden Fall freut mich das ein bisschen, weil mir das Match gerade gezeigt hat, mein Sinn für Mons an sich ist nicht verloren gegangen. Ist nicht verloren gegangen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Wir haben jetzt hier Krebutak. Okay? Okay. Mit was würde ich leaden an seiner Stelle? Ich würde eigentlich sowas von heftig mit Victini leaden. Deswegen will ich eigentlich mit unserem... Eigentlich will ich mit unserem Lando leaden. Und die Begründung ist eigentlich relativ interessant. Wir haben eigentlich nur ein inherently schlechtes Matchup. Und dieses inherently schlechte Matchup ist gegen... eigentlich gegen Krebutak. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen... Der ist richtig gut. Der Landorus ist einfach richtig, richtig gut. Und ich weiß, der ist gut, aber ich drücke jetzt hier einfach Knockoff, weil der drückt doch E-Rocks. Wenn er hier Moonblast... Okay, Moonblast, komplett in Ordnung. Komplett in Ordnung. Wir haben den Life-Orb von ihm weggedrückt. Und Landorus ist immer noch bei 74. Der ist krank. Der Junge ist einfach krank. So, jetzt deswegen gehen wir jetzt hier raus. Einfach mit der U-Turn. Hat er einen Rocky? Der hat einen Rocky. Shit. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich überhaupt nicht so gut. Aber ist okay. Wisst ihr was? Wir können ja einfach jetzt hier in den Curum gehen. Und wir drücken einfach den Sub. Wir drücken hier einfach jetzt den Sub. Oder? Warte mal. Wo ist dein Switch in den Freeze-Dry? Wo ist der? Wo ist der? Ich will jetzt einmal hier den Freeze-Dry drücken und ich will die Zahlen sehen. Komm, hier. Boah. Okay. Ich meine, klar, Victini ist der Switch in den Freeze-Dry. Also, auf alle Fälle, ne? Also, brauchen wir jetzt hier nicht drüber reden. Aber der ist schon gut, der ist schon gut. Jetzt kann natürlich hier ein Dazzling Gleam ohne Probleme kommen. Aber ich habe das Gefühl, ich will in Layla gehen. Layla ist Scarf. Er hat... Nicht wir. Der ist physisch, der Junge ist physisch. Das Ding ist hier an der Stelle. Ich hatte das Gefühl, dass er. Nee, das war auch nur viel Damage, weil es ein Crit war, ne? Also ganz klar. Also Slowbro kommt hier, ne? Slowbro, ja. Was machen wir jetzt gegen Slowbro? Ich meine, wir können jederzeit in Ninetales Alola gehen. Ich habe so das Gefühl, dass unser... wir können halt jetzt hier in Ninetales gehen. Wir gehen jetzt erstmal hier in Ninetales. Er drückt wahrscheinlich hier seinen Teleport. Er drückt Trick Room. Ja, wir drücken einfach Encore. Ich würde eigentlich noch lieber Hypnose drücken. Oder eigentlich... Weißt du was? Ich drücke einfach Aurora Veil. Fuck it. Wenn er hier rauswechselt... Und nicht teleportet, dann ist das inherently super bad für uns. Aber wenn wir hier einfach Aurora Veil drücken, dann ist das inherently eigentlich gar nicht mal so bad. Ja? Und jetzt vor allem, jetzt können wir einfach hier Hypnose drücken. Und wenn die hittet, dann hittet die. Ja, dann ist es gut. Dann ist es richtig, richtig gut. Und Belex wird hier auswechseln. Der wird hier auswechseln. Und actually könnten wir hier in der Theorie für den Moonblast gehen. Aber ich will ja tatsächlich nicht für den Moonblast gehen. Weil, okay, Hypnose trifft sogar, das ist sehr, sehr gut. Der Trick Room hält noch eine Runde. Von dem her gehe ich jetzt hier actually für einen Moonblast. Okay, er geht in Victini. Das ist vollkommen in Ordnung. Und der Hail hält noch 4 Runden. Der Trick Room noch eine. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einmal in Heatran. Ich gehe jetzt aber hier in Heatran. Ich habe keine Angst vor dem Victini. Ich habe absolut keine Angst vor dem Victini. Und wenn der in sein Landorus geht, dann gehe ich halt in mein eigenes Landorus. Obwohl, weißt du was? Nö, ich geh mal mein Curum. So, das ist genug gehabt. Ja, du kannst hier gerne
kannst du gerne auf deine Rocks gehen. Ich gehe auf meinen Sub. Und jetzt gehe ich auf meine Earth Power. Jetzt gehe ich einfach auf meine Earth Power. Und wenn der seine V-Create hier drücken will, dann soll er seine V-Create hier drücken. Oh, das Ding ist, er ist halt Trick Room. Das heißt, er ist sowieso langsamer. Also habe ich sowieso kein Problem damit. No, ich bin disconnected. No, please. Please. Oh, no. Oh, please. Das ist das Problem mit dem Internet. Okay, hier ist das Clefable. Ja gut, hier nicht Freeze-Dry zu drücken, wäre aber eine Verschwendung. Ne? Also, wir drücken hier einfach noch ein paar Mal Freeze-Dry und, okay, ich drücke hier Roost, weil ich will meinen Curum auf Max auf so vielen HP wie möglich behalten. Und jetzt gehen wir hier meinen Heatran. Obwohl, ich will eigentlich mit Lando unsere Rocks aufbringen. Ich fühle irgendwie, dass ihr hier in Lando geht. Ich gehe jetzt in Lando, fuck it. Weil wenn er... Ich bin in Ordnung damit, wenn ich mein Lando hier sacke. Er geht in den. Das ist natürlich jetzt interessant. Vor allem, ich will eigentlich meine Rocks behalten, ne? Okay, Leute. Ich gehe für die U-Turn. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber ich dachte, dass Belex mich hier predicted, in Lele zu gehen. Und jetzt drücke ich hier Psychic. Obwohl, tue ich das wirklich? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das Match gewinnen wir nicht. Ich glaube, das Match hier gewinnen wir nicht. Ich denke, er geht hier einfach in Victini. Deswegen gehen wir hier in Heatran und er wird rauswechseln. Ja. Und jetzt drücken wir einfach Magma Storm. Weil jetzt kommt hier ein Lando T und wir sind offensive und wir missen unsere Magma Storm. Ich hasse diese Attacke. Aber jetzt können wir einfach in unser Curum gehen. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse diese Attacke wirklich. Aber jetzt kommt hier der EQ. Es kommt sogar ein Knockoff. Aber gut. Dann können wir hier einfach mal freeze-dryen. Es kommt da wieder das Clef. Und das war klar, dass das Clef kommt. So, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich gehe hier in Arctosolt. Weil das ist ein Trick Room Team. Und ich drücke den Sub. Ich denke, das Clefable ist auf jeden Fall langsamer als wir. Und ich denke, er weiß das. Und deswegen wird er in sein Lando rausgehen. Ja. Das Gute an dem Team ist, wir wissen, dass das ein Trick Room Team ist. Das heißt, wir haben schon mal eine Knowledge, dass wir auf jeden Fall schneller sind als das Crawdon und schneller sind als das Clefable. Wir sind sogar schneller als das Victini wahrscheinlich. Und das Problem an der Sache ist, ich denke, wir one-shotten das Clefable nicht. Aber das Clefable ist Life-Orb, das heißt, es hat auf jeden Fall kein defensives Investment. Wenn wir natürlich Adamant sind. Das ist natürlich ein Problem. Aber dass wir unser Lando hier einfach so verloren haben. Okay, er geht einfach auf den Flamethrower. Das finde ich in Ordnung. Dann gehen wir jetzt einfach auf den Boltbeak. Das Clefable stört mich. Der Rest ist okay. Aber das Clefable stört mich. Das macht er hier sehr, sehr gut. Und ich denke, ab jetzt habe ich nicht wirklich mehr eine Chance, um ins Game zurückzukommen. Ja, das ist GG. Ab dem jetzigen Moment schon. Ich habe nicht wirklich mehr eine Möglichkeit, um gegen das Trick Room Team irgendwas machen zu können. Glaube ich. Nee, das ist GG. Ich denke, wir forfeiten hier einfach. Ich denke, das ist einfach nicht gut. Lass mich hier das Rematch fordern. Die Frage ist halt, was wäre gut von uns? Was wäre gut von uns hier?
Weil wir haben keine Möglichkeit. Da brauchen wir das nicht. Brauchen wir das Video nicht länger machen, als es eh schon ist. Die Frage wäre natürlich, das hier wäre natürlich super sick. Corvi Knight, wie gut war Corvi Knight gegen das Team? Lass mal ganz kurz schauen. Wie gut war Corvi Knight gegen das Team? Corvi Knight war gegen das Team eigentlich ganz in Ordnung. Braucht halt irgendwas gegen Coco. Gegen Coco haben wir Lando T. Wir haben Taunt. Oh mein Gott, das Team ist geil. Das Team ist geil, das gefällt mir. Wir nehmen das her. Ist halt Standard Hail wieder. Obwohl ich auch sagen muss, das ist nicht mein Playstyle. Warte mal. Sollen wir nicht forfeiten? Oder was ist los? Ansonsten. Ich habe gerade nochmal die Turnierregeln angeschaut, aber nee, da steht nirgendwo, dass man nicht forfeiten darf. Es war halt einfach over. Das Ding ist, ich würde das Team gern benutzen. Das Problem ist, das Team hier ist halt einfach mehr mein Playstyle. Das ist halt einfach straight Balance. Aber ich denke, das hier hat auch eine Balance-Note, von dem her, das kann funktionieren. Er nimmt nochmal das erste Team. Okay. Wir haben natürlich hier in dem Team eine kleine Weakness gegen Urshifu. Aber das sollte eigentlich ganz in Ordnung sein. Arctozolt ist natürlich super crazy heftig geil gegen das Team. Wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir Landorus downchippen, ne? Okay. Wie kriegen wir das am besten gemacht? Was wissen wir aus dem ersten? Das war Scarf Blacephalon. Das war sehr, sehr wahrscheinlich... Oder, ja, das wird Bandit Urshifu gewesen sein. Das ist Bandit Urshifu. Das ist Shed Shell Packs. Das ist AV Slowking. Und das ist hier Helmet Corvi Knight und Lefties Landorus. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie können wir das am besten ausnutzen, ne? Tornadus ist natürlich eine komplette Antwort gegen das Blacephalon. Ganz klar. Außerdem sind wir mit unserem Ninetales schneller als das Blacephalon. Ich würde natürlich das Volcanion sehr, sehr hart fühlen. Ich fühle das sehr, sehr hart. Vor allem, weil er Water Absorb hat, ne? Also, ist sehr, sehr gut, wirklich, tatsächlich. Aber ich denke, ich will einfach hier mit unserem Tornadus leaden. Und ich will hier Turn 1 nicht riskieren, dass der hier irgendeinen Shenanigans macht mit seinem Bunker. Er wird wahrscheinlich toxiken, ja. Und dann damit können wir das eigentlich ganz gut abfangen. So, wir haben keine Rocks. Okay, das ist interesting. So, und jetzt können wir natürlich hier direkt in unseren Ninetales gehen. Auf dem Scald. Er geht auf den Nock, das ist in Ordnung. Den Icy Rock, der ist in Ordnung, aber brauchen wir eh nicht unbedingt. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, Arctozolt ist doch sowieso der Easy Switch jetzt hier. Würde ich fühlen. Das Ding ist, ich fühle Arctozolt ein bisschen mehr, weil er jetzt wahrscheinlich hier in sein Slowking Galar geht. Exakt. Und jetzt will ich ja Bolt Beacon. Ich will einmal Damage auf dieses Slowking kriegen. Der Flamethrower Damage ist in Ordnung. Und jetzt drücken wir halt hier einfach Blizzard. Das Ding ist, Blizzard ist auf jeden Fall der beste Midground Play. Alle Mons, die hier reinkommen können, werden einfach dein. Ja, hier ist das Landorus. Hier kommt der Blizzard. Ciao, Landorus. Und das ist schon mal unglaublich gut. Das ist schon mal unglaublich gut hier an der Stelle. Dass wir einfach den Blizzard drücken konnten. So, gar keine Frage. Hier kommt das Urshifu.
Ich denke, wir gehen hier in Corby Knight, das ist der beste Midground. Er geht auf die U-Turn, das heißt, er kriegt schon mal ein bisschen Rocky Helmet Damage. Und er geht in sein Blacephalon. Gegen Blacephalon haben wir gesagt, wir gehen immer in Tornadus. Shadow Ball kommt, macht sehr, sehr guten Damage. Wir drücken einfach hier Knockoff. Knockoff hat absolut keinen Nachteil hier an der Stelle. Wenn Pex reinkommt, er verliert seine Shedshell. Das ist in Ordnung. Da habe ich nichts dagegen, inherently. Jetzt will ich hier tatsächlich sofort in Landorus gehen. Auch wenn er hier für ein Toxic geht. Aber tatsächlich will ich hier auch sofort für einen U-Turn gehen. Um hier sofort wieder in unser Arctosol zu gehen. Und ich will hier Bolt Beaken. Ich will hier einfach Bolt Beak drücken. Ich will hier schneller sein und ich will hier Bolt Beak drücken und ich will einen Kill bekommen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr defensives Corby Knight. Okay, er geht in Urshifu Rapid Strike, das died. Ja, das died einfach hier. So, sehr, sehr gut. Blacephalon kommt wieder rein. So, jetzt ist die Frage, was wollen wir jetzt hier machen? Was wollen wir jetzt hier machen? Wollen wir nochmal den Hail aussetzen? Ich denke, wir gehen einfach hier in Tornadus. Und wenn ihr hier nochmal in Packs geht, gehen wir hier einfach nochmal. Oh, warte mal. Wir können. Okay, das klingt jetzt ein bisschen crazy, aber dadurch, dass er Urshifu gesackt hat, finde ich Volcanion eigentlich sehr in Ordnung. Wir können hier einfach die Earth Power drücken und machen hier sehr, sehr guten Damage auf dieses Toxapex. Er kann hier gerne knocken, nimmt uns damit den Specs weg. Und ich denke, ich kann jetzt einfach die Steam Eruption drücken und kriege ein gutes Stück Damage drauf. Leider kein Burn. Und jetzt können wir einfach nochmal die Earth Power drücken. Wenn er hier in Corby Knight geht, ist das in Ordnung. Das kann ich fühlen und gehe einfach auf den Flamethrower. Volcanion brauchen wir halt nicht. Wir brauchen Volcanion absolut gar nicht. Und von dem her ist das definitiv in Ordnung. Ja, hier kommt das Pex. Wir können jetzt hier in Arctosolt gehen und wir drücken jetzt einfach hier auf den Sub. Ja, hier kommt der Baneful Bunker und jetzt drücken wir auf den Bolt Beak. Corby Knight kommt rein, Corby Knight died. Oh, Corby Knight died nicht. Interessant. Aber wir gehen trotzdem noch auf den Bolt Beak und nehmen ihn weg. So. Damit sind die beiden schon mal down. Damit ist jetzt EQ richtig geil. Wir gehen einfach nochmal auf den Bolt Beak. Ich denke, er sackt jetzt hier einfach Slowking. Oder was macht er? Ja, okay, er sackt einfach. Okay. Das ist GG. GG, my man. Oh. Oh fuck, ich habe das zweite Game nicht gemacht. GG's. So. Wir haben damit das Best of 3 gewinnert. Und das war gut. Das waren gute Games. Man muss sagen, Game 2, Belex hat anders Big Brain gespielt. Also, wenn wir jetzt hier nochmal die Games aufmachen. Moment, lass uns nochmal hier alle Games aufmachen. Okay, das war das erste Game. Hier war das erste Game. Hier haben wir überragend gespielt. Um einfach jetzt nochmal drüber zu gehen, was waren die kritischen Punkte? Was haben wir gut gemacht? Okay, hier wollten wir am Anfang unsere Balls auf den Tisch packen, haben dadurch, dass wir unsere Balls auf den Tisch gepackt haben und er nicht mit Slowking nicht drin geblieben ist und geflamethrowert hat, lass mich das rausschneiden. 34 Minuten. Haben wir dadurch die Landorus Advantage bekommen und die Rocks und konnten das sehr, sehr gut weitertragen. Haben sehr, sehr gute Doubles gemacht mit sehr, sehr gute Plays mit dem Predict hier erstmal auf dem Slowking mit Flamethrower, dass er hier niemals auf den Scald geht oder so. Oder auf die Sludge Bomb. Haben das dann weitergetragen. Haben hier gut das Landorus angechippt mit Victini. Ich glaube, wir haben auch hier. Nee,
Wir haben hier noch nicht das... Doch, wir haben das Psychic Terrain aufgesetzt, um damit immer potenziell für uns... Ich meine, er wusste das nicht, aber für uns haben wir immer das die Expanding Force gethreatened. Das heißt, er hatte legit kein Switchen. Dann haben wir hier sehr, sehr gut den Rock gegen den Spike getauscht und sind dabei die ganze Zeit safe geblieben. Und haben den Spike dann einfach durch ein paar gute Plays und ein paar gute Doubles. Und vor allem, das Lele und Victini war einfach unglaublich stark. Er konnte da nichts machen. Solange wir gut um das Blacephalon rumspielen, war das sehr, sehr gut gespielt von uns. War wirklich, wirklich nice. Dann hier. Hier. Was war hier los? Wir haben Runde 1 festgestellt, Lando ist unser bestes Mon. Nee, nicht Lando ist unser bestes Mon, aber Lando und Rox werden sehr, sehr wahrscheinlich nötig sein. Und hier hat Belex einfach einen sehr, sehr kritischen Punkt gemacht. Er hat uns erst im Midgame gezeigt, dass er Trick Room ist. Das heißt, wir mussten auf jeden Fall sehr, sehr gut drumherum spielen, um potenzielle Scarf-Victini. Und sind dadurch dann in Verruf gekommen, sind dann auch in die Hinterhand gefallen. Und dann hat er uns in eine Position gebracht, wo war das? Fainted. Es ist ja nur ein Pokémon gefainted. Ja, hier. Mit dem Crawdaunt. Und hier waren wir zu Ballsy. Das war die Schlüsselturn. Das war im Endeffekt, Ballsy von mir, gehe ich in Lele oder bleibe ich in Lando. Und hier haben wir den 50-50 verloren. Er geht für den Aqua Jet. Wären wir an der Stelle in den Lele-Double gegangen, wäre natürlich sehr, sehr Ballsy gewesen. Aber wir mussten ab der Stelle Ballsy sein. Wenn wir hier gegen dieses Crawdaunt nicht Ballsy spielen, verlieren wir einen Mon. Und er hat das immer, er hat dieses Crawdaunt in wirklich eine sehr, sehr gute Position gebracht. Er hat das einfach gut gespielt. Und klar, wir hätten hier drin bleiben können. Wir hätten in dem Game bleiben können und hätten das ausspielen können. Aber ich denke nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise über das Slowbro drüber gekommen wären. Ich denke, nicht über das Slowbro, über das Coco. Ich denke, dass Coco und das Crawdaunt besiegen uns einfach. Vielleicht unterschätze ich ein bisschen die Kraft von Hail plus Arctosault. Vielleicht hätte das noch was bringen können. Aber dadurch, dass uns der Defog gefehlt hat, dass Lando tot war und wir die Rocks auf unserer Seite hatten, habe ich nicht mehr wirklich gesehen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, das zu gewinnen. Und hier? Was haben wir hier gemacht? Ja, hier haben wir einfach straight up gute Offense gespielt, ne? Haben einfach gut benutzt, dass er keinen Boltbeak-Switchen hatte. Haben hier geboltbeakt auf dem Predict, dass er weiß, dass wir subben werden. Und haben das dann einfach, und haben dieses Blizzard dann, das wir danach abgefeuert haben, einfach gut ins Ziel gefahren, ne? War einfach wirklich gut. Der Turn, als er den Lando halt abgeworfen hat, war es halt einfach easy vorbei, ne? Also das war halt dann, also nicht easy vorbei, da war es halt einfach, da war Belex an die Wand gespielt. Klar, also, ich hasse es, wenn ich diese Floskeln benutze. Aber nee, er hätte es auf jeden Fall in jeder Zeit noch zurückbringen können. Hätten wir irgendwie unser Arctosault dumm gespielt, hätte er mit Toxapex gut predicted, oder nicht gut predicted, hätte er uns mit Toxapex auf einem schlechten Turn erwischt, ja. Er hätte uns jederzeit auf den falschen Fuß erwischen können, wenn wir mit Arctosault irgendwo reingehen und uns dann einfach wegschallern, ne. Hätte er jederzeit machen können. Zum Beispiel in der Turn, als wir drin geblieben sind, auf dem Corviknight einfach Ballsy Boltbeak gedrückt haben, wäre er einfach drin geblieben und hätte Bodypress gedrückt, wäre einfach tot gewesen. Ja, einfach down und das wäre stark gewesen. Also das wäre einfach gut gewesen und hätte uns einfach zu Recht dann auch fertig gemacht, ne? Wirklich, also war wirklich schlecht. Also das die Turn, wo ich einfach Boltbeak gedrückt habe und er da rausgegangen ist, die war einfach schlecht von mir. Weil das war nicht der Play. Okay. Aber gut, das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, das Recap war in Ordnung. Wenn ich das Recap lassen soll, dann sagt mir einfach Bescheid. Sagt mir in den Kommentaren so, Belly, die Games sind vorbei, halt einfach die Fresse und geh nach Hause. Dann sage ich, okay, gut, mach ich das nächste Mal. Aber nee, hat Belex wirklich gut gespielt. Vor allem Game 2. Also Game 2 hat Belex anders krank gespielt. Wirklich, das war Game 2 war sick. Aber gut. Ja, dann war's das. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im Halbfinale. Gegen den nächsten Teilnehmer. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das kommt, deswegen leak ich ihn noch nicht. Ich weiß ihn schon. Und ja, wir hören uns. Bis dahin und ciao.